Hallo Leute, es geht weiter mit Dust in Illusion Tale und ich bin jetzt echt gespannt, ob wir mit dem General gleich kämpfen. Natürlich müssen wir noch ein paar Soldaten hier vor ihm niedermetzeln, aber wir haben Fidget an unserer Seite und fliegen hier immer sonst wie weit hoch mittlerweile. Hui! Aber Hauptsache, wir strecken sie alle nieder, die Bösewichte. Und schon wieder ein Levelaufstieg. Unglaublich. Ach ja, Angriff und Fidget können wir nicht mehr machen. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal ein bisschen Verteidigung höher. Jetzt ist es eigentlich egal, was wir machen. Wir sind schon ziemlich gut. Wir haben eine Menge Power. Hier kann ich nach oben hüpfen, klettern, latschen. Was ist hier? Ach, ein vielleicht letzter Speicherpunkt. Könnte sein. Könnte sein. Oh, es ist so friedlich hier, finde ich. Ah, und hier kann man noch weiter nach oben. Ach. Man soll sogar weiter nach oben. Oh, oh. Oh, oh, ich habe ein komisches Gefühl. General Gaius! Wait. Wait. Just a moment. You have much to answer for, General. And what of you, my friend? A year ago I heard stories of your death, at the hands of a child, no less. Now here you stand, not only alive, but leading the very creatures we've been charged to destroy. You've been charged to destroy, not me. What happened to you, Cassius? Cassius? Do you not remember your own name? What have those damned moonbloods done to you? What did you call me? Cassius! That's who you are! Don't listen to him! You're Jin now! Remember that! I... You're remembering now, aren't you? Together nothing stood in our way. We shaped this world together. And together, we can finish what we started. You ordered the deaths of countless people. Countless Moonbloods. Moonblood sympathizers. Anyone that stood in your way! Yes, and you carried them out. Lower your blade, old friend. First, we destroy these Moonbloods once and for all. Then I can help rid you of these fantasies that have spoiled your mind. Dust, listen to me. Cassius was my name. That doesn't matter. It's all that matters. All those people I killed, Fidgets. How could I possibly redeem myself in a mere few days? You cannot, Dust. This was never about redeeming Cassius. But then, you are not Cassius. But I share his form, his very soul. That doesn't matter! Why do you keep saying that? Because you're not just Cassius! Jin didn't kill those people. Jin saved Aurora and Mudpot Village. Jin stopped Fuse, saved Lady Tethys, and now he's the only thing standing against General Gaius. Cassius would destroy the Moonbloods. But Jin, he would protect them. No, Fidget. You're wrong. Jin didn't do any of those things. Then you finally come to your senses. Jin is dead. As is Cassius. Their souls now live within me, constantly reliving that fateful day. Forever in battle, forever at odds. But as long as I live, I still have a choice. Then what are you? I am justice incarnate, brought to this world by forces beyond your comprehension. A cleansing storm to sweep across the land and purge it of your foul presence. I... Dust. And your campaign ends here, now.
Throw down your weapons and surrender, or you will face an enemy unlike any this world has ever seen. Cassius, please, don't do this. You know you cannot win. Let's end this. Oh, Spannung pur hier. Das war ja mal eine tolle Ansprache. Den mache ich platt. Der ist ja bis jetzt überhaupt noch nicht schwierig gewesen. Oh, meine Kette ist zerbrochen. Schade. Oh, und er wirft mich auch nieder. Kriegen wir dann. Krieg ich hin. Kommt jetzt Runde 2? You cannot win, Cassius. You never could beat me. Stop calling me Cassius! There was a time when you stood by my side. We were allies once. Not anymore, General. I'm not your ally, and I'm not your friend. Now raise your blade or drop it. You never could scare me either, Cassius. Very well. To the death! Und nächste Runde. Auch die kriege ich hin. Don't you remember anything, Cassius? Why would you draw your blade against your fellow soldiers? Why would you draw your blade against me? You're destroying this world, Gaius. You and your soldiers cannot be allowed to continue your campaign. This world belongs to the strong, Cassius. It belongs to us. Don't you remember your duty? Don't you remember your friends? I remember everything. And it changes nothing! Ja, komm raus, komm raus, komm raus. Oh, er kommt nicht raus. Ich kriege ihn nicht raus. Jetzt. Ich glaube, das war's jetzt langsam. Das hat seine Kappe oder Maske oder was auch immer verloren. Und da hängt er. Aber das kann nur noch hinkriechen. Und Gaius hält ihn ja sowieso nur für Cassius. Okay. Cassius! Ja. Ich krieche ja schon. Cassius!
is the world we once loved. Cherish it. Through the actions of Arsene Mithrarin Dust, the Moonblood race is finally free. We will never forget his sacrifice or the deeds that saved our fairy world. We shall always remember what happened here. Dust's sacrifice will allow the Moonblood race to rise again, to rebuild our glorious civilization and live peacefully among the races of this world. Though it may appear that Dust has fallen here today, a force of good is not so easily extinguished. Zen Mithrarin was born with Dust, a current to the winds of change, a harbinger of storms yet to come. Dust! Ja, liebe Leute, das war es mit Dust in Illusion Tale. Ich fand, es war ein sehr, sehr schönes Spiel und am Anfang zum Teil musste ich mich echt ein bisschen einkämpfen und dachte, okay, so ein bisschen wenig Abwechslung, aber dann nach und nach hat man dann gemerkt, um was es geht, wie man Geheimnisse findet, um was es so ein bisschen in der Geschichte überhaupt geht. Und das war ja alles am Anfang so ein bisschen verworren und merkwürdig. Aber man freundet sich so nach und nach an, auch mit dem ja relativ einfach gehaltenen Comic-Zeichentrickstil. Aber ich wollte gerne mal so ein Zeichentrick-Comic-Spiel spielen, vor allem am Wochenende. Es erinnert mich immer so persönlich an frühere Zeiten, wenn man am Wochenende halt Comics im Fernsehen gesehen hat, Comicfilme oder Zeichentrickserien halt. Und deswegen sollte das auch ein Weekend-Game werden. Und ja, wie fandet ihr das Spiel? Ich hatte so von den Zuschauerzahlen das Gefühl, es kam nicht sonderlich gut an. Aber wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass man, wenn man die ganze Zeit nur das Gekämpfe sieht, das übersieht, was da noch eigentlich passiert. Von der Story her und Fidgets Humor. Also ich, alleine Fidget, ohne die wäre das Spiel, glaube ich, auch nicht so cool, wie es jetzt war. Die war ja so süß und so lustig. Die hat das Ganze irgendwie so aufgepeppt, finde ich. Und auch das Ende, da dachte ich jetzt, oh, jetzt ist er tot und so voll dramatisch. Aber ich fand das schön, dass es nochmal so abgerundet wurde, dass es nicht so schwer im Magen liegt, sondern dass quasi jetzt weiter lebt in den Elementen oder wie auch immer. Ja, für alle, die dies geschaut haben, hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Natürlich wird es auch ein neues Weekend-Game geben. Ich verrate jetzt nicht welches, aber ich weiß schon was. Und ja, was soll ich noch sagen?
Eigentlich spiele ich ja selten so eine Side-Scroller-Action-Hack-and-Slay-Geschichten irgendwie. Aber ich finde, es darf auch mal ein bisschen einfacher sein. Und ich finde, dazu passt da auch dieser einfache Stil. Und auch wenn man denkt, finde ich am Anfang, oh, die Geschichte ist sehr flach. Aber ich finde, sie war viel dramatischer und teilweise viel emotionaler, als ich von so einem Spiel eigentlich gedacht hätte. Es hat mich positiv überrascht. Auch das Ende, also ich war da jetzt schon mitgerissen zum Teil und manche Szenen waren echt traurig, jetzt nicht nur das Ende, sondern zwischendurch auch, zum Beispiel in Schlamming, dieser kleine, wie hieß er noch, war das Bopo? Bopo, wo der Vater gestorben ist und so, also es greift ja doch schon auch realistische, emotionale Themen auf. Und ja, deswegen finde ich, ist es doch ein kleines, besonderes Spiel, was vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit verdienen würde. Und ich freue mich über jeden, der reingeschaut hat und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, bis zum nächsten Spiel. Tschüssi.